Viele von euch kennen ja sicher schon den Catalog Avatar Creator von It's Monib. Für die, die es nicht kennen, gehe ich jetzt einfach mal rein, weil das an sich ein ziemlich cooles Spiel ist. Hier könnt ihr einfach rumlaufen und einfach alle möglichen Avatar-Items einfach ausprobieren und euch auch Outfits speichern. Das ist ziemlich gut umgesetzt. Ihr könnt hier unten auf neue Avatar gehen. Wählt dann irgendeine Vorlage aus. Ich gehe zum Beispiel auf cooles Kind, super Vorlage, gehe dann auf weiter. Kann auch die Hautfarbe auswählen, ja klar. Und jetzt kann ich die Haare auswählen. Diese Frisur ist absolut meine. Aber die Sache ist, ihr könnt hier nicht nur diese vorgefertigten Sachen auswählen und so weiter, sondern wenn ihr auf fertig geht, habt ihr jetzt sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt auf Featured gehen, da sind dann halt die Featured Items. Hier habt ihr praktisch den ganzen Avatar-Katalog und könnt dann alles mögliche ausprobieren. Wie würden diese weißen Haare dann an mir aussehen? Klicke ich auf Try und dann seht ihr auf diesem Avatar, aha, okay, die Haare hier stören, also gehe ich auf Remove. Und dann, interessant. Ja, vielleicht will ich doch lieber die hier ausprobieren. Muss vorher die hier wieder entfernen und ja, kann man so nehmen. Gehe dann hier oben auf zurück und sage, ich brauche auf jeden Fall Kleidung. Aber keine klassische Kleidung, sondern wie wäre es denn mit, ich kann hier einfach scrollen, mit einem richtigen Pullover. Da gibt es einen Gratis-Pullover, den kann ich ausprobieren. Ah, der gefällt mir nicht so. Gehe ich auf Remove. Dann kann ich hier so auch die Pullover, die Robux kosten, ausprobieren. Einfach mal angucken, wie es aussieht. Und wenn ich aufs X gehe, seht ihr, ich kann jetzt den Charakter richtig schön angucken, schauen, wie sieht das hier alles aus, um mich dann am Ende dazu entscheiden, ob ich etwas kaufe oder nicht kaufe. Aber ich habe gerade eben etwas Neues entdeckt. Und zwar den AI-Outfit-Creator von Stylebot AI. Das Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Und das müsst ihr einfach sehen. Avatar selber erstellen, sowas von gestern. Wenn ihr in dieses Spiel reingeht, seht ihr erstens hier rechts die Details von eurem aktuellen Outfit, was ihr so tragt. Könnt das hier zumachen. Ihr könntet da theoretisch Sachen bearbeiten. Ihr klickt einfach hier unten auf Outfit Window, dann könnt ihr es wieder sehen. Dann könnt ihr sagen, nee, weißt du was, also dieses komische Plushie hier, das will ich nicht sehen, weg damit. Denn das ist weg. Aber in dem Spiel könnt ihr nicht einfach irgendwelche Items ausprobieren. Ihr könnt euch ein ganzes Outfit machen lassen, und zwar von KI. Zum Beispiel hier unten steht Pirat oder Engel. Ich versuch's mal auf Deutsch. Auf Deutsch habe ich es nämlich noch gar nicht probiert. Was ist, wenn ich eingebe Pirat? Ich weiß nicht, ob die KI Deutsch kann. Weil ich weiß nicht, welche KI benutzt wird, aber oh, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall ein Pirat. Aber ich wäre gern ein männlicher Pirat. Funktioniert das? Na, das ist immer noch ziemlich weiblich. Ich klicke nochmal auf Generate und krieg dann einen neuen und oh. Und damit haben wir schon einen männlichen Piraten erschaffen. Aber wir können ja auch was Interessanteres nehmen, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich YouTuber eingebe? Generate. Okay. 2019 klicken wir hier rauf, dann können wir sehen, Perl her, okay, irgendwie jetzt nicht. Ah, Tanker ist auf jeden Fall ein YouTuber, das weiß der wahrscheinlich. Style Teeth, okay. Muskulöser Oberkörper, probieren wir ein neues. Wir können immer wieder auf Generate drücken, bis es uns halt gefällt. Guck mal, oh, das sieht sehr nach YouTuber aus. Natürlich wieder Tanker, ein YouTube-Shirt. John Pants, ich weiß nicht, wer John sein soll. Aber offensichtlich denkt die AI, mit den John Pants sehe ich aus wie ein YouTuber. Wie sie jetzt darauf kamen, dass ich so einen Shoulder Sloth brauche, weiß ich nicht. Aber kann man auf jeden Fall immer mal machen. Und wenn ihr das Outfit cool findet, könnt ihr es natürlich hier speichern, euch angucken. Und natürlich könnt ihr euch auch die Items kaufen, um das Outfit dann auch im richtigen Roblox zu tragen. Und wenn ihr aufs Speichern geht, seht ihr Saved Roblox Avatar. Bevor ich es als Roblox Avatar speichern kann, muss ich natürlich hier rechts dann jedes einzelne Item kaufen. Oder man kann alternativ auch einfach unten links auf Saved Roblox Outfit gehen, dann wird das gesamte Outfit gekauft und halt auch gespeichert. Es gibt halt Leute, die er sicher nicht kennt. Ich meine, woher soll er zum Beispiel Roblox Victor kennen? Aber wir probieren es aus. Wir geben Roblox Victor ein. Hä, da kommt gar nichts bei rum. Es funktioniert nicht. Gut, Roblox Victor geht nicht. Ich nehme eine andere Umschreibung für Roblox Victor. Alter Opa, damit wird das bestimmt erkennen. Ah, okay. Das sieht noch nicht ganz nach Roblox Victor aus. Sieht ein bisschen zu sehr nach dunkler Sith Lord aus. Aber dunkle Sith Lords sind ja auch alte Opas. Komisch, wie hier so zwei Gesichter ineinander sind. Also wenn wir das removen, dann, ah, dann sieht schon eher wie, aus wie ein alter Opa. Interessantes Outfit. Ich klicke mal auf Generate und jetzt bin ich eine alte Oma. Ich glaube, das mit den Geschlechtern kriegt dann nicht so ganz hin. Schon wieder Tanker. Warum ist Tanker überall gefeatured? Egal, was ich mache, ist hier überall dieses Tanker-Ding. Nochmal Generate. Ah, jetzt ist Tanker nicht mehr. Alter, ich gebe ein alter Opa und ich sehe immer sowas. Ich gebe mal Old Grandpa ein. Vielleicht funktioniert es dann besser. Oh ja. Okay. Ich glaube, es liegt daran, dass die KI nicht so gut in... Oh, okay, der wird jetzt schon von Geistern gejagt. dass die KI nicht so gut in Deutsch ist. Also wenn ihr es auf Englisch eingibt, funktioniert es offensichtlich sehr viel besser. Was ist das denn? Was ist das? Warte, hä? Wo ist das? Old Wrinkly Man. Das gefällt mir. Ich würde es jetzt kaufen, wenn ich Robux hätte, aber ich habe ja alle meine Robux für dieses blöde Pet-Simulator Huge Pet ausgegeben. Deswegen kann ich mir aktuell nichts kaufen, aber das finde ich super gut. Ich klicke nochmal auf Generate. Ja. Hä, was steht auf meinem Shirt drauf? Warte, ich mache mal den Bart weg. Proud to survive 2020.
Leute, wer von euch hat 2020 überlebt? Schreibt's in die Kommentare. Das Lustige ist, ich weiß nicht genau, wie diese KI hier funktioniert, weil ich es mir überhaupt nicht durchgelesen habe. Vielleicht haben die dazu irgendwas geschrieben. Aber die scheint ziemlich gut zu verstehen, was wir von ihr wollen. Und ich glaube, man kann die auch nutzen, um bestimmte Items zu finden. Wenn ich AK-47 eingebe, dann findet der bestimmt eine AK-47-Outfit. Oh ja, okay. Ich gebe ein AK-47. Was ist das denn? Overseer, Oversleeper, Terrible Teddy. Kann der was? Ich weiß nicht, ob der was kann. Offenbar nicht. CRL4 hat nichts mit AK-47 zu tun, wurde halt trotzdem gefunden. Ich gebe mal ein Innocent Little Boy. Generate. Okay, Boomer. Okay, so innocent bist du nicht, wenn du sowas offensive trägst, aber okay. Ah, jetzt sehe ich aus wie Daniel auf einmal. Und nochmal generaten. Okay, ich gebe mal ein Not So Innocent Little Boy. Jetzt bin ich ein Gangster. Mir gefällt dieses Gesicht. Ich habe diese Kombination noch nie gesehen. Sowas habe ich... Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand diesen Kopf auf dem Roblox-Avatar trägt und es funktioniert sogar halbwegs, wenn man diesen blöden Hals hier unten gar nicht sieht. Das kann man tatsächlich rocken. Also vom Weiten fällt es gar nicht auf, dass dieser hässliche Kopf verwendet wird. So, generate. Okay, die not so innocent little boys sehen aber unschuldiger aus, als ich dachte. Ich gebe mal ein Bypass. Oh Gott. Wenn man Bypass eingibt, dann findet man Sachen, die nicht von Roblox erlaubt sein sollten. Und interessantes Outfit, würde ich sagen. Oh, was ist das denn? Okay. Lassen wir es mal sein mit dem Bypass. Oh, was ist denn da runtergefallen? Okay, ich habe jetzt ein Outfit eingegeben. Hat jemand mir ein Outfit gedroppt und ich habe das jetzt angezogen? Kann man das machen? Hä? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber hier liegen einfach Outfits auf dem Boden und ich kann die dann anziehen. Interessant. Passiert das, wenn Leute leaven, dass sie dann ihr Outfit droppen? Trendy Long Hair Brown? Ombre Red Messy Hair? Okay, interessant. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert. Wenn ich jetzt meinen Charakter zurücksetze, dann sterbe ich halt einfach und droppe aber nicht das Outfit. Also ich habe keine Ahnung. Aber ich habe mein altes Outfit zurück. Ich kann hier unten auf den Pfeil gehen, gehe auf Undo und dann trage ich wieder das Outfit, das ich vorher hatte. Keine Ahnung. Ich kann mir auch das neueste und beste Furry-Outfit anziehen. Ziehen wir uns einfach mal das Best Furry-Outfit an, Generate und... Oh, Digga, das Free-Hux-Schild, das geht gar nicht. Das nehmen wir weg. Alter. Ich bin auf jeden Fall sehr pelzig unterwegs. Probieren wir noch ein Furry-Outfit. Okay, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Diese Flügel passen natürlich nicht und der Körper auch nicht so ganz, aber das Outfit gefällt mir. Dann noch eins. Free Hugs schon wieder. Geh weg mit diesen Free Hugs. Free Hugs schon wieder. Ich will keine Free Hugs verteilen. Digga, was ist das für ein Gesicht? Warte, ich muss kurz mal diesen Hut wegnehmen. Wo ist der Hut? Da, weg damit. Weg mit den Haaren. Was ist das für ein Gesicht? Das ist dieses Beatrix-Gesicht, oder? Warte, ich scroll runter. Ja, Beatrix. Okay, ich gebe mal ein Glowing, ob das funktioniert. Das sieht schon glowing aus. Das ist aber auch glowing. Warum kommen aus diesem kleinen Ding so viele Partikel raus? Was trägt die da? Hä? Ich check's einfach nicht. Aber ich gehe nochmal auf Generate, weil glowing Items finde ich... Oh, da war eben was Gutes. Ich gehe zurück. Dieses Schulterding hier, boah, das sieht richtig cool aus. Okay, hier im Dunkeln glowt das nicht mehr, aber im Licht sieht das ja richtig leuchtend aus. The Frostbitten Guardian's Left Shoulder. Das locke ich einfach mal und gehe dann einfach mal ein bisschen zurück. Also das Zurückgehen geht nicht. Hä, was ist denn das jetzt für ein Outfit? Ich suche einfach nach neuen Dingern. Auch ein cooles Ding. Was ist das jetzt? Otherworldly Eye. Pardon. Das sieht auch cool aus. Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich auf meinem Avatar tragen würde, aber es ist schon ein cooles Ding. Was ist, wenn ich hier auf Add Extra gehe? Oh, dann kriegt man ein weiteres, was dazu passt. Interessant. Coole Features, die es hier alle gibt. So, ich will noch ein Glowing Outfit. Das ist jetzt nicht sehr glowing. Oh, Digga, dieses Cape. Das gefällt mir. Das gefällt mir ja richtig. Oh, die Glowing Galaxy Necklace sieht auch ziemlich cool aus. Die kostet nur 30 Robux. Ich habe 58 Robux. Ich würde sie auf meinem Avatar nicht tragen, deswegen kaufe ich sie nicht. Aber sonst finde ich die ziemlich cool. Okay, ich habe Stylish Boy eingegeben, also... Die KI versteht auf jeden Fall, was ich meine. Und sie versteht irgendwo auch, was das für Items sind, die es mir gibt. Aber die Kombination aus allem versteht sie noch nicht ganz. Aber die kriegt das schon richtig gut hin eigentlich. Oh, das hier will ich tragen. Was ist das? Okay, das ist jetzt das. Was habe ich denn hier hinten dran? Ich bin auf jeden Fall jetzt die Mottenkönige. Oh, Particles will ich noch einmal sehen. Wenn ich Particles eingebe. Oh, dann trage ich... Oh, dann habe ich alle Items, die Particles haben. Das finde ich cool. Wow. Ah, die sind aber teilweise sehr teuer. Aber krass. Das ist, was man alles für Partikel auf seinem Körper tragen kann. Ich gebe nochmal Particles ein. Jetzt habe ich weniger. Ich hatte gerade eben schon ziemlich viel. Lol, ich wusste gar nicht, dass das Ding hier so einen Partikeleffekt hat. Das Ding besitze ich und ich habe das nie getragen. Ich wusste das gar nicht. Naja, aber viel mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Nur, dass es hier so ein Spiel gibt, mit dem ihr euch Avatare durch KI erstellen lassen könnt. Und... Klar, wenn man das macht, kommt da nicht viel bei rum. Aber wenn ihr jetzt einen Avatar zu einem bestimmten Theme haben wollt,
wie Evil Shadow Queen oder so. Okay, Jeffy ist jetzt vielleicht nicht eine Evil Shadow Queen. Oh, das hier gefällt mir aber. Aber dann habt ihr ein paar Versuche und kriegt dann schon ein Outfit, das man auf jeden Fall gebrauchen kann. Ich meine, gut, ein paar Items hier könnte man weglassen, wie vielleicht das hier weglassen. Und dann haben wir schon, oh, das sieht eigentlich voll gut aus. Und dieses Outfit wurde von einer KI generiert. Das müsste ich mir vorstellen. Den Kopf müsste man eigentlich noch ändern zu einem anderen. Oder zumindest die Farbe vom Kopf anpassen. Ey, der hat einfach einen Greenscreen. Ich glaube, der hat Mr. Beast eingegeben, oder? Das finde ich gut. Clickbait Thumbnail gebe ich mal ein. Okay, Clickbait Thumbnail Mr. Beast. Ich sehe Pfeile und Mr. Beast auf dem Körper. Das gefällt mir. Überall Pfeile und Kreise. Das mit dem Greenscreen gefällt mir echt. Okay, jetzt bin ich einfach Mr. Beast. Davon machen wir auch gleich einen Screenshot fürs Thumbnail. Und verlasse dann auch das Spiel, weil ich wollte euch eigentlich nur dieses Spiel hier zeigen. Es gibt noch eine andere Sache, die ich euch zeigen kann. In unserer Discord-Gruppe ClubBased haben wir übrigens neuen Merch im Shop. Okay, hier ist noch alter Merch, aber den kann man nicht kaufen. Ich habe keine Ahnung, warum der manchmal noch angezeigt wird. Also wer tragen möchte, kann gerne tragen. Und wenn ihr euch jemals dazu entscheidet, irgendwas aus dem Avatar-Store zu kaufen, dann könnt ihr gerne einfach hier oben aus dem Link die ID rauskopieren, dann auf ClubBased in den Avatar-Editor-Test reingehen. Das ist ein Spiel, das ich einfach nur mal erstellt habe, weil ich ein bisschen was mit dem Avatar-Editor ausprobieren wollte. Wie wir gerade eben gesehen haben, gibt es inzwischen Spiele, die tausendmal besser sind mit dem Avatar-Editor. Ich hätte vielleicht gerade auch nicht den Ladescreen skippen sollen, weil jetzt sehe ich komisch aus. Aber mein Avatar baut sich langsam zusammen. Und da ist er. Aber hier in dem Spiel gibt es auch einen Avatar-Editor. Oben rechts, hier könnt ihr raufklicken. Und dann habt ihr diesen Default-Roblox-Avatar-Editor. Könnt ihr dann auch euren Avatar anpassen. Und hier über das Icon dann auch über den Shop Sachen kaufen. Das wollen wir jetzt aber gar nicht, weil das braucht ihr echt nicht machen. Wie wir eben gesehen haben, gibt es andere Spiele, die darin viel besser sind. Aber wenn ihr hier ans Ende der Stadt hinlauft, haben wir hier am Shop einfach so einen Shop. Da könnt ihr auf Items klicken, dann die ID hier reinpasten und Enter drücken und Kauf fehlgeschlagen. So ein Mist aber auch. Hat scheinbar nicht funktioniert. Aber wenn ihr meinen Game Pass, ein Bundle oder so kaufen wollt, könnt ihr es gerne hier rüber machen. Wir kriegen vielleicht 10% Provision oder bei Bundles mehr. Ich weiß es aber nicht genau, weil Roblox hat es, glaube ich, inzwischen verhindert, dass man Provisionen auszahlt, wenn man in derselben Gruppe ist. Und das seid ihr eventuell. Also ist ja auch egal. Wenn ihr möchtet, dass ich noch andere KI-Outfits erstellen lasse, schreibt mir mal in die Kommentare, zu welchem Thema. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!